So, bevor es losgeht, ziehen wir erstmal den Gewinner von meinem Undercover-Check. Herzlichen Glückwunsch, Sven, du hast das Undercover-Check gewonnen. Am besten schreibst du mir eine E-Mail mit deiner Postadresse, damit ich weiß, wo ich es hinschicken soll. Die meisten meiner Projekte beginnen mit dem ersten Schnitt. So ist es auch diesmal wieder. So, ich habe mir 4x4er Balken gekauft, aus denen ich jetzt ein Regal bauen möchte. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob eure Kappsäge auch so einen Dreck macht. Also das ist bei dem Teil wirklich unglaublich. Ich möchte mal ein Regal mit Schlitz und Zapfen bauen. Das ist für mich das erste Mal an der Bandsäge und ich bin schon ganz gespannt, wie das funktioniert. So, da ich jetzt keine Lust habe, jeden Schlitz und Zapfen freihand mit der Bandsäge auszuschneiden, baue ich mir erst eine kleine Vorrichtung, mit der es einfacher geht. Ich habe die Stärke von meinem Material gedrittelt und so meinen Parallelanschlag eingestellt. So kann ich die Schnitte für den Schlitz ganz einfach machen. Um den Zapfen dann zu schneiden, muss ich etwas zwischen das Material und meinen Parallelanschlag legen, das die Stärke von meinem Sägeblatt hat, damit nachher alles richtig gut passt. Da ich überhaupt keine Lust habe, alle Schlitze mit dem Stechspeitel auszustemmen, mache ich das alles mit der Bandsäge. Das geht ziemlich easy.
Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie eine größere Absaugung brauche für meine Bandsäge. So der normale Staubsauger, der bringt da nicht viel. So sind jetzt meine Schlitz- und Zapfenverbindungen geworden. Also für mit der Bandsäge gemacht, finde ich, ist es mir ziemlich gut gelungen. Hi Leute, dieses Video wird unterstützt von Maschinenhandel Meier. Sie haben mir ein paar von meinen Lieblingssägebändern zugeschickt, damit ich dieses Video drehen kann. So, der Sven Meier hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem er in letzter Zeit regelmäßig irgendwelche Sachen verlost. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Ich habe mal den Kanal hier oben verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Video. So, hier bin ich jetzt am Zusammenleimen von meinen vier Regalsegmenten. So, da die Schlitz und Zapfen vorher schon richtig passgenau waren und ziemlich schwer zusammengingen, war das mit dem Leim zwischendrin dann fast noch unmöglich. Also ich glaube, beim nächsten Mal lasse ich lieber ein bisschen mehr Luft. So, jetzt geht's endlich los und ich kann das Teil anschrauben. Eine Seite schraube ich an die Wand und eine an die überhängende Decke. So, ich habe noch drei von meinen Nutenfederbrettern, mit denen ich die Decke gemacht habe. Die nehme ich als Einlegeboden. Noch ein paar Bilder von Christian aus Düsseldorf. Er hat mal ein Drehkreuz für die PBD40 nachgebaut und ist richtig klasse geworden. Außerdem macht er richtig super geile Lampen. Also Hut ab, mein Lieber.